Ja, also wenn man das Ganze hier betrachtet, echt schön. Hotel top, Essen top, Plätze top, alles etwas routinierter, alles gewohnter. Die Jungs kennen mich, ich kenne die Jungs, die meisten zumindest. Und die Neuen haben sich eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut akklimatisiert und eingebracht. Von daher rundum gelungen. Uns geht es immer ums große Ganze. Ja. Wir arbeiten in Prinzipien und da ist es nur wichtig, dass man defensiv und offensiv zusammen vermengt und letztendlich immer wieder an allen Dingen etwas arbeitet. Coaching dann etwas anpasst, zum einen die Co-Trainer, zum anderen der Cheftrainer und daran arbeiten wir, dass man noch mehr ins Detail gehen kann, dass man noch mehr daran arbeitet. Ja, woran es letztendlich wirklich dann auch liegt, mit welchem Fuß zum Beispiel oder in welchen Fuß, dass ich anspiele, dass man da einfach noch ein Stück weit mehr im Detail arbeiten kann. Ja, bei uns geht es nicht darum, jetzt spezifisch an dem oder an dem zu arbeiten. Wir arbeiten am Gesamtkonstrukt, ja, und das ist sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Wollen wir noch genauer werden, noch feiner werden und deswegen gibt es nie, dass man vielleicht an der Körperlichkeit mehr arbeiten muss. Ich glaube, das ist bei uns sowieso gegeben. Die Jungs sind topfit, auch jetzt schon. Und es geht nur darum, am großen Ganzen immer weiter zu feilen und das kann man jeden Tag aufs Neue. Also ich glaube, ja, dass gerade so Situationen wie jetzt gestern beim Abnottauchen, dass man sich auf den Mitstreiter dann auch verlassen muss, dass der Mitstreiter einem auch pushen kann, so wie in den letzten Sequenzen, oder dass der Kopf der ausschlaggebende Punkt ist und dass jeder da dem anderen auch immer zur Seite stehen kann und jedem auch helfen kann. Also das ist top, oder auch der Spaß beim Rafting, dass die Jungs dann wirklich zusammen versucht haben, ihr Boot letztendlich zu behalten, nicht von anderen vielleicht einnehmen zu lassen. Also da auch wieder das große Ganze, das Gesamte, ja, aber auch der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Ich glaube schon, dass man, wenn man sich kennt, ja, dass man sich mehr vertraut und dann in verschiedenen Situationen dann auch mal, ja, öffnender ist. Und das heißt dann auch, dass man letztendlich auch ein bisschen mehr übereinander, aber auch miteinander lacht. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man auch über sich selber lachen kann. Und die Jungs können das alle. Und von daher ist es auch so eine gelöste, lockere Stimmung. Singen können sie schon mal. Das haben sie gestern auf der Hütte gezeigt. Ja, und letztendlich haben sie da auch Verantwortung übernommen und ist genau das, was man braucht in so einer Mannschaft, dass die Jungs, die dazukommen, wirklich einen guten Charakter haben, die vorangehen wollen, sich nichts scheißen auf Deutsch. Und ich glaube, das ist, haben wir bei allen vier Jungs genauso, wie wir es auch wollten. Und darum sind wir sehr glücklich und die Jungs bringen sich super ein. Dass wir alles noch mal ein bisschen verfeinern wollen, dass wir alles verbessern wollen, dass man den neuen Jungs die Philosophie nahe bringt. Ich glaube, das wird das Entscheidende sein, wie weit schafft man die Neuen so in die Spielphilosophie heranzubringen, ja, dass es zum ersten Spieltag reicht. Aber auch wenn nicht, wir haben ja eine lange Saison und da wird sicher so sein, dass sie sich peu à peu daran gewöhnen. Aber die anderen Jungs werden sie dann auch mitnehmen.